Was machst du da? Komm schon, was machst du? Das sieht scheiße aus. Vor allem, da, das kann jeder, pass auf. Das kann ich auch. Hier, da, da, was? Warte, warte. Ducken! Und hier! Ist mir scheißegal! Weil du bist ein Vollidiot! Du bist so ein Lutscher! Guck dich bitte mal an! Vergleich mal deine bescheidene Erscheinung mit uns! Wir sind Superstars! Wir sehen aus wie Superstars! Wir bewegen uns wie Superstars! Wir fühlen uns wie Superstars! Wir sind Superstars! Im Gegensatz zu dir! Nachthemd oder was das sein soll! Das ist keine Comedy-Show, Junge! Ne? Du! Gegen uns kannst du dir sicher ausrechnen, deine Chance wäre so klein wie dein Penis. え、確かに日本はバブルが崩壊した後、90年代から20年近くデフレに苦しみ。Was? Laut Untertiteln hat dich rausgefunden. Hat das? Hat Die Untertitel lügen nicht. So, ich weiß nicht, aus was für ein gottverlassenes Land du kommst. Korea, Japan, China, scheiß der Hund drauf. Ich weiß, wann ich mich provoziert fühle und wann ich zum Kampf herausgefordert werde. Das war ja wohl gerade eben was, ne? Von daher, wir sehen uns gleich im Ring, Freundchen. Dann zeige ich dir die innere Mitte. Okay? Und ciao. Fuß! Und herzlich willkommen. Und Björn, was ist die Zeit schon wieder verflogen? Absolut. Eine neue Ausgabe Dockers Wrestling Emerge steht vor der Tür. Ja, und in der letzten Episode durften wir bereits bezeugen, welcher Kontrahent als erstes ins Finale um den Dockers Wrestle Cup einzog. Und zwar war dies Aaron. Ja, und in dieser Folge werden wir herausfinden, gegen wen er im Finale antritt. Wird es Betsy B sein, die den dreifachen Dockers Wrestling Champion Johannes herausgeworfen hat, oder vielleicht doch Aarons bester Freund, Thomas the Train. Und diese Freundschaft könnte natürlich in diesem möglichen Finale einige Brisanz aufbringen, aber da warten wir am besten erstmal ab, wie der heutige Kampf ausgeht. Dazu haben wir in dieser Sendung Mr. Lee gegen Michael Knoll. Ja, in der Vorsendung, da hatten First Class bereits die Tai-Chi-Übungen von Mr. Lee gestört, vollkommen unprovoziert, wie ich finde. Aber Mr. Lee möchte die Wogen glätten und das Ganze im Ring klären. Ja, unprovoziert, ich weiß nicht, was die in den Untertiteln gelesen haben. Aber wir wollen euch gar nicht lange aufhalten. Wir gehen nach unten zu Dennis und zu Yoshi mit dem ersten Match des Tages, wenn Bierhannes und Don Sheen ihre Kräfte nochmal vereinen und gegen Alex Duke und Joshua Byrne antreten. Ring frei! Das folgende Match ist festgesetzt für einen Fall. Herzlich willkommen zur 5. Folge von Dockers Wrestling Emerge. Ich bin der Dennis, neben mir sitzt der Yoshi. Vielen herzlichen Dank für die nette Überleitung an den Jörn und den Björn. Und hier kommt der Burn. Und zwar Joshua Byrne zusammen mit Alex Duke. Die beiden kommen aus dem Frankfurter Raum zu uns und sind Debütanten hier bei Dockers Wrestling. Ja, Alex Duke haben wir bereits gesehen gegen Terrible Ted, aber ich glaube, er möchte sich jetzt hier auch mal im Tag-Team-Bereich versuchen. Und Joshua Byrne ist noch ein komplett unbeschriebenes Blatt bei Dockers Wrestling. Absolut. Patton Oswalt Jr. markiert hier den coolen. Alle beide sehr, sehr von sich überzeugt, so wie es aussieht. Mal schauen, ob sie das auch durchsetzen können im Ring. Denn die Gegner dieser beiden sind auf jeden Fall ernst zu nehmen. Und auch wenn sie sich wahrscheinlich selber nicht besonders ernst nehmen. Ja, das mag gut sein. Die beiden Gegner haben erst jüngst einen fulminanten Sieg zusammen mit Ruby Rebel abgeliefert über die furchtbaren Jungs und Mädel, vor allem auch von Helter Schmelter. Oh meine Güte, was war das für ein Feel-Good-Moment. Und liebe Gegner. Hier im Ring übrigens AC Baxter von den WrestleManiacs, den Herrschaften, die uns das wunderbare Emerge-Titellied geliefert haben.
Na, lassen Sie noch ein bisschen auf sich warten. Ah, da sind sie. Vorne ran Don Sheen und der Bierhannes im Hintergrund. Erst gerade kennen wir uns schon gute Freunde. Das heißt für mich nur eins, nämlich Bier verbindet. Ah, Bierhannes wohl verletzt nach der harten Attacke in der letzten Folge. Kein Wunder, denn an diesem Arm hing Violet Saint und du weißt, wie Violet Saint ist, wenn die sich einmal verbeißt. Ja, dann geht's übel aus. Aber nicht nur ja, das gab es gab halt letzte Folge auch noch die üble Szene, wo ihm gefühlt der Arm gebrochen wurde. Goliath hat sich auf die Hand gestellt und Violet hat mit aller Wucht dagegen getreten. Und es ist ein Wunder, dass Bianus überhaupt noch antreten kann. Das muss man dem Mann allerdings lassen, der ist nicht kaputt zu kriegen. Alkohol konserviert ja bekanntermaßen. Und der ist das Paradebeispiel dafür. Absolut. Oh, scheint auch hier schon wieder einen Tee zu haben, wie es mir scheint. Ich bin nicht sicher, ob sich Burn und Duke da so sicher sind. Da geht gerade die Diskussion los. Kann der überhaupt antreten? Aber ja. Also ich persönlich kann aus Erfahrung versichern, in diesem Zustand kann der Bierhannes am allerbesten antreten. Und zutreten übrigens auch. Und los geht's. Jetzt hier gerade im Ring. Don Sheen und Alex Duke beginnen hier das Match. Und ja, tasten sich hier so ein bisschen ab. Ah, ist natürlich verboten. Greift hier in die Haare und geht sogar noch in die Ringecke. Aber Sheen bleibt gewohnt cool, lässt sich davon überhaupt nicht beeindrucken. Da wird weiter umeinander rumgeschlichen wie die Raubtiere. Da geht sie den nächsten intensiven Lockup. Jetzt gibt's Kräftemessen. Oh. Da hat Sheen die Oberhand. Oh, guck mal. Alex Duke muss sich auf die Zehenspitzen stellen, aber trotzdem ist er hier unterlegen. Was eine Schelle. Ich möchte das fast als Fehler betiteln, denn Don Sheen zu unterschätzen ist nicht klug. Der mag lustig wirken, der mag cool wirken, aber wenn der mal auftritt, dann dreht er richtig auf. Und ich weiß nicht, ob das so im Sinne von Burn und Duke ist. Ah, und Alex Duke jetzt hier in der Oberhand und wird natürlich auch angemahnt, dass er keine Aktion in der Ringecke zu zeigen hat. Gibt's direkt die Respektschelle von Duke? Oh. Aber da rennt er in die Ecke. Don Sheen hier mit einem Vorarm rollt sich in den Ring und Superkick! Da hat er sich in aktuellen anderen Produkten die unnötigen Flips zu Herzen genommen. Macht die unnötige Rolle von Clothesline hier großartig. Von Don Sheen. Back Elbow. Soll es da einen Bodyslam geben und kommt da? Schafft es Alex Duke nach draußen? Nein, der Bodyslam geht durch. Sogar mit auf die Knie gegangen. Eins, für ein bisschen zwei. Extra Leverage, aber das reicht nicht. Das war schon fast abzusehen. Denn auch wenn sie jung und vielleicht nicht die erfahrensten sind, sind sie eben auch jung und damit noch sehr frisch, die Herrschaften Duke und Burn. Wechsel mit dem Bianis jetzt. Apropos frisch, hier haben wir einen, der frisch einen im Tee hat. Und der wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so frisch riecht. Oh, da war Alex Duke ein bisschen schneller, schafft es hier den... Uff. Oh, direkt auf den verletzten Arm von Bianis. Bleibt auch sofort dran, das ist smart. Ah, oh, wie eine Rudel bluthungriger Wölfe greifen oh. hier die Schwachstelle des Bianis an. Das ist natürlich, auch wenn es unschön ist, ist es natürlich schlau. Oh, Respektlosigkeit. Don Sheen will sich das hier natürlich nicht gefallen lassen, aber oh, wie letzte Folge schon das kleine Temperamentproblem bei Don Sheen. Währenddessen muss der Bierhannes hier einstecken.
Da wird sich über ihn lustig gemacht, da wird im Seil gewürgt. Jetzt gehen die Spielchen los von Burn und Duke. Shoulderblock hier in die Ringecke und noch ein zweiter hinterher. Da wird direkt der Arm wieder in Mitleidenschaft gezogen, aufs Übelste und auch noch illegalerweise. Glücklicherweise haben wir mit Andreas Wendel hier einen erfahrenen Ringrichter, der sowas sofort anzählt und gar keine großen Spielchen zulässt. Das ist fies, aber leider erlaubt. Da gibt es den Patscher aufs Händchen quasi. Alex Duke jetzt hier wieder der aktive Mann im Ring. Der Bierhannes muss recht früh im Match schon sehr, sehr viel einstecken. Aber, oh, da geht's zu Boden. Aber das kennen wir von ihm. Der Mann hat Nehmerqualitäten ohne Ende. Da braucht es dann bloß eine Gelegenheit. Und ein bisschen Glück und schon könnte der Bierhannes wieder da sein. Jetzt im Moment allerdings sieht es nach weniger Glück aus. Oh, da geht's mit dem Kopf hart in die Ringecke. Wir haben es schon des Öfteren gesehen, in Momenten, wo man denkt, okay, das war's jetzt mit dem Bierhannes, kommt er nochmal zurück und schafft es meist auch das Blatt zu seinen Gunsten zu wenden. Oh, da geht's schon wieder so hart gegen den schon verletzt. Das tut mir echt beim Zugucken weh. Fiese Möps, wie man hier im Ruhrgebiet sagt. Da ist Duke schon wieder dran. Der hat doch da überhaupt nichts zu suchen. Der ist gar nicht legal im Ring. Dafür, dass sie eigentlich ein neu gebildetes Team sind, arbeiten die beiden einfach richtig gut zusammen. Allerdings, aber da sieht man es mal wieder. Einstellung verbindet und die Einstellung bei den beiden ist gleichsam widerlich. Hier wird an den Haaren gezogen. Das müsste eigentlich auch angemahnt werden. Oh, harter Shop. Trotz T-Shirt knallt dieses Ding so laut. Oh je, hättest du das nicht... Musstest du das sagen mit dem T-Shirt? Ich fürchte. Da hat Joshua Byrne mich gehört. Aber da... Oh, da kommt John Sheen mit dem Bier. Füllt hier den Bierhannes nochmal... Aha, da passiert wieder genau das. Was für Obelix, der Zaubertrank ist es für Bierhannes, das Bier. Und... Dreht jetzt sie auf! Chops nach Chops! Oh, macht jetzt sogar das Singlet auf und noch ein dritter Chop hinterher! Ah, da muss Joshua Byrne mal seine eigene Medizin kosten. Oh, angerannt. Oh! Chop in den Arm! Das ist ja widerwärtig. Direkt wieder die Schwachstelle getroffen. Da war der Bierhannes gerade wieder auf dem Weg nach oben, aber... Joshua Byrne ist smarter, als er aussieht. Mag ein bisschen wirken wie der kleine Bruder von Kristall, aber... Jetzt, wo du es sagst, stimmt. Da ist eindeutig mehr Hirn drin. Und noch mehr Power in den Armen wahrscheinlich. Ganz im Gegensatz zum Bierhannes, da geht die Power flöten. Und zwar immer mehr. Man merkt natürlich, wie schwächer er die ganze Zeit wird nach der Tortur, durch die er hier durch muss. Alex Duke jetzt wieder legal im Ring. Oh, wie der vorn geklatscht hat. Bjarne sinkt hier einfach zu Boden. Mich würde es nicht wundern, wenn der Herr Byrne das tatsächlich tut, kleinen Kindern die Lollis klauen. Ja. Ich warte quasi darauf, dass er First Class beitritt mit dieser Einstellung. Das ist ja was eine widerliche Aktion. Ruft den Don Sheen zu sich und dann, wenn er bei ihm ist, sagt er, Ref, guck mal hier. Ach, furchtbar. Ah.
Ja, da sagt das auch nochmal. Du bist zu mir gekommen. Mensch. Traurig, traurig, dass es immer wieder solcher Tricks bedarf, um die Oberhand zu behalten. Ich glaube, dass sie das auch anders schaffen würden. Aber work smarter, not harder ist offensichtlich... Oh, Bierhannes mit Schlägen schafft es hier, sich zu befreien und schafft es auch noch, Duke abzuwehren. Ich wollte gerade sagen, ist offensichtlich das Motto, aber oh! Hier... Oh mein Gott, hier gibt es den eingesprungenen Tornado DDT vom Bierhannes aus dem Nichts. Pflanzt hier Joshua Byrne wie einen Baum in die Ringmatte. Kopf über. Der leere Blick von Byrne in die Kamera, den er wahrscheinlich selber gar nicht so eingeplant hatte, sagt hier alles über den Impact seines Schädels auf der Matte. Jetzt kriechen beide Männer in die Ecke. Sheenus on fire möchte unbedingt mit Bianis taggen und schafft das. Tag auf beiden Seiten. Sheen jetzt im Ring. Close line. Und noch eine. Oh, abgetaucht. Flatliner. Schön gemacht. Und eins, zwei. Oh, nur bis zwei. Da muss noch mehr kommen. Dafür ist Alex Luke noch nicht lang genug im Ring. Oh, er kündigt es an. Das Schienbein. Das könnte das Ende sein. Oh, da ist Joshua Byrne von hinten. Ist allerdings nicht legal im Ring. Bianis. Wieder auf den Beinen. Oh, was sehen wir jetzt? Was soll hier passieren? Sind beide recht... Oh, oh, große Schlägerei. Prügeln hier wie wild aufeinander ein. Was willst du jetzt? Und da haben... Sowohl Joshua Byrne als auch Don Sheen die gleiche... Ich wollte schon sagen, was... Ja, mit? Ja, ich war... Mein Gehirn hat gerade einfach ausgesetzt. Deren offensichtlich auch. Jetzt gibt's hier den großen Schlagabtausch zwischen Sheen und Byrne. Oh, Chops-Schläge, Chops, oh mein Gott. Oh. Vorarmschläge jetzt von Byrne ins Gesicht von Sheen, der sich nicht mehr zur Wehr setzen kann. Geht hier auf die Knie. Jetzt müsste Byrne nachsetzen fürs Finish. Kann das schon reichen? Soll das eine Tag-Team-Aktion werden? Anscheinend schon. Aber Back-Body-Drop von Don Sheen holt hier Duke mit einer Close-Line. Der war völlig perplex, das hat er anders geplant. Und Schienbein, Flaschenöffner, kommt er? Flaschenöffner! Yo! Boom, da fällt Joshua Byrne zu Boden wie ein Baum. Und die beiden haben es geschafft, die gleiche Kombination wie bei der großen Schlacht mit Helterschmelter. Was ein Team, Don Sheen und Bierhannes. Unglaublich, Promille verbinden, sag ich nur. Doch noch geschafft. Knapper Sieg. Das hätte auch genauso gut anders ausgehen können. Aber ich bin sicher, das war nicht das letzte Mal, dass wir Byrne und Duke gesehen haben. Ich befürchte das auch. Aber solange wir Leute wie Don Sheen und Bianis haben, haben wir, glaube ich, bei Dockers Wrestling nichts zu befürchten. Meiner Wenigkeit. Heute habe ich zu Gast Thomas the Train. Und Thomas, ich habe mal ein paar Fragen an dich. Zum einen, wie ist es eigentlich, ein Zug zu sein? Also, du lebst.
finally upon you. Now I'm gonna dare your boy, taking my spot. Rah! Dieses Match wird entschieden durch Island Fall. Yeah, Team Wattheit, heißer Scheiß. Wrestling Newcomer Nummer 1. Erfolg auf dem Weg zu bringen. Er kommt aus Paris, Frankreich. Mit einem Treffgewicht von 100 Kilo. So, kommen wir zum nächsten Match. Und zwar, hier sehen wir die First Class, Timo Theiss, Dima Richman und Michael Noel. Michael Noel bekommt es, nachdem sie sich über ihn lustig gemacht haben, heute mit Mr. Lee zu tun. Und ja, ich weiß nicht, ob Michael Noel darauf gefasst ist, denn die scheinen ihn ja überhaupt nicht ernst zu nehmen irgendwie. Ja, sie unterschätzen gerne Leute, habe ich das Gefühl, machen sich immer wieder über Leute lustig. Und Mr. Lee ist jemand, über den man sich nicht lustig machen sollte. Wir haben oft genug gesehen, was passiert, wenn Mr. Lee genug hat. Der Mann ist die innere Mitte in Person, aber wenn es drum geht, dann kann der Mann einen One-Inch-Punch auspacken, der Löcher in Wände reißt. Nicht umsonst ist Mr. Lee auch ein ehemaliger Duisburg Dockers Wrestle Cup-Träger. Und hat sich legendäre Schlachten mit Randall Man geliefert. Auf jeden Fall. In einem grandiosen Six-Man-Scramble diesen Titel an Randall Man verloren, wenn ich nicht irre. Ja, das ist richtig. Randall Man war noch bis vor kurzem Cup-Träger. Der Titel wurde aber am Anfang von Emerge vakantiert. Und jetzt geht's hier los. Mr. Lee fair mit einem Handshake versucht, aber Noel legt gleich ab. Die Respektlosigkeiten von Michael Noel. Ha, die Asiaten seien hinterlistig, sagt er hier. Das muss ausgerechnet jemand von der First Class sagen. Wir haben es vorhin gesehen, draußen war Mr. Lee damit beschäftigt, seine Mitte zu finden mit ein wenig Tai Chi, als die First Class auftauchte, sich kollektiv über ihn lustig machte. Dann wurde bewusst missinterpretiert, was Mr. Lee sagte, einfach um, wie man so schön sagt, die Scheiße zum Kochen zu bringen. Und das Ganze resultiert hier, wie das so bei Dockers üblich ist, in einem Aufeinandertreffen im Ring, so wie es gehört. Das ist vollkommen richtig. Und Mr. Lee hat hier immer wieder die Oberhand. Lässt hier Noel ins Leere laufen, mal um mal, immer wieder. Lässt hier Noel diesmal tatsächlich wie den Deppen vom Dienst aussehen. Und nein, das war doch einfach klar. Dreht, Timo Theiss rennt hier in den Ring, dreht die Maske auf links, so gefühlt. Oh, Fireman's Carry von... Oh, Wasteland von Michael Noel. 1, 2, 3... Das war's schon. Diese Mistkerle. Es ist doch wieder. Es ist einfach nicht zu fassen. Yoshi, wer hat die hier reingelassen? Die feiern das auch noch. Ja, smart ist der Richman. Ja, total smart. Zu schummeln. Ja, einmal mitdenken. Herrlich. Wunderbar. Mit Catchen ging's nicht. Das haben sie direkt gemerkt, weil Mr. Leader einfach mehr Optionen hatte. Und schon spielen sie das Numbers-Game wieder. Mr. Lee ja natürlich total frustriert. Hätte hier gerne bei Emerged seinen ersten Sieg geholt. Also den ersten Sieg im Emerged-Produkt. Aber was nicht ist, das mag ja vielleicht noch kommen. Hoffen wir es. Bis dahin. We'll be right back.
hier bei mir oder um mich herum. Helter, Schmelter. Schmelter, beim Viertelfinale von Thomas the Train fanden es viele als kurios, dass Sie zum Ring gekommen sind. Hat es da irgendeine Bedeutung für? Alles, was ich tue, hat eine Bedeutung. Und ich bin da raus, um den neuen Champion zu unterstützen. Wie sieht denn die Situation um Ruby Rebel gerade aus? Wen interessiert denn Ruby Rebel? Ich war noch nicht fertig. Die Frau, die hinter dir steht, diese Frau hat Ruby für immer vertrieben. Und das wird auch so bleiben. Und das ist gut so. Denn der Laden hier gehört uns. Jetzt ist es ja auch so, dass Helter Schmelter 3 Mitglieder verloren hat. Hat sie das irgendwie in irgendeiner Weise geschwächt? Verloren? Wir haben Ballast abgeworfen. Fuck it! 200 Euro für einen Handwerker und das ist immer noch nicht genug. Genau deshalb ist Dockers Wrestling so lächerlich. Und wir bereiten uns jetzt vor. Denn in der nächsten Folge gibt es nicht nur eine neue Goliath Open Challenge, sondern jetzt kümmern wir uns auch um den neuen Champion. Dankeschön. Es ist Main Event Zeit hier bei Dockers Emerge und wir sehen jetzt Thomas the Train gegen Betsy B. Und da fährt er ein auf Gleis 9,3 Viertel. Hier direkt vom Duisburg Hauptbahnhof. Hat er dich bezaubert, möchtest du damit ja, sagen? Ja, auf jeden Fall. Der gute Thomas the Train hat sich hier durchs Turnier in der ersten Runde gekämpft. Mit etwas ungewollter Hilfe gegen Ramon, denn Schmelter, der Drecksack, ist hier aufgetaucht, hat Ramon kurzfristig abgelenkt. Das führte zu einer Entgleisung sondergleichen. Aber heute wird das anders, denn jetzt kommt die Frau, die den dreifachen Dockers-Champion Bierhannes aus dem Turnier eliminiert hat. Ich kann es einfach immer noch nicht glauben, dass das passiert ist. Es war einfach, es ist aus dem Nichts gekommen. Und Betsy ist jetzt hier im Halbfinale gegen Thomas the Train. Apropos aus dem Nichts kommen, da kommt nichts irgendwie. Anscheinend scheint es da eine kleine Verzögerung zu geben. Wir warten noch auf das Auftauchen von Betsy B. Vielleicht hat ihr irgendwer Backstage noch nicht Bescheid gesagt oder so. Ich weiß es nicht. Das ist ein Trick, die ist ja auch ganz gerne mal dabei, unfaire Dinge zu tun. Also mich würde es jetzt nicht wundern, wenn sie irgendwo unterm Ring auftaucht. Diese Schlacht wird sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Die Möglichkeit, Train in die Schranken zu weisen, um das mal, no pun intended. Nein, Quatsch, natürlich war der pun intended. Thomas hier auffrustriert, will natürlich hier den Hauptkampf haben, will hier fair ins Finale einziehen. Wir sind schon bei 6. Da sagt das auch, er ist doch eigentlich der Zug. Er kommt doch eigentlich immer zu spät. Aber jetzt ist... 9. Wir sind schon bei 9. Das... 10. Bitte was? Wo ist denn Betsy B, bitteschön? Was ist passiert? Wir haben es gerade in dem Interview noch gehört, dass Schmelter sagt, er will sich um den neuen Champion kümmern. Aber das kann doch nicht... Oh. Ja, und mit diesen Bildern verabschieden wir uns für diese Folge. Ich weiß echt nicht... Was zur Hölle ist denn da los? Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. One Two Slap präsentiert den Slap of the Week. Mann, du stinkst nach Alkohol, Alter! Alles! Yeah. Allem, was heute passiert ist und egal wie fertig wir sind. Das Finale um den Dockers Wrestle Cup steht und Thomas. Zwar wird Aaron gegen Thomas the Train seinen besten Freund antreten. Ja, beste Freunde treffen aufeinander. Aber wie konnte es dazu kommen? Was ist mit Betsy passiert? Betsy B ist nicht erschienen. Thomas the Train ist so ins Finale gekommen durch eine No-Show. Ob und da jemand seine Finger mit im Spiel hat? Ich glaube, das gilt es in den nächsten Sendungen herauszufinden. Ich hoffe, wir werden mehr erfahren. Zunächst. Wisst ihr, wie das ist, wenn ein Volk
über ein Jahr das ganze Leben zur Hölle gebracht wird, weiß nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Seit ich mit der Schmerzen hier rumrennt, habe ich nur noch mit Niederlagen und Verlusten zu tun. Ich meine, denk doch einfach mal an Silent Night. Letztes Jahr. In meinem Match gegen Violet Saint habe ich meinen Titel verloren, ich habe mein Gesicht verloren, ich habe keine Ahnung mehr, wer ich bin. Ich habe jede Hoffnung verloren, ich habe meinen Mentor und Trainer Klaus Stahl verloren. Und ich war so wütend. Und ich hatte eine Scheißangst. Scheiß Angst davor, immer wieder auf dem Boden zu landen und dann nicht mehr wegzukommen. Nicht mehr morgens aufstehen zu können. Und trotz dieser Angst bin ich hier wieder in den Ring gegangen und habe euch ein Versprechen gemacht. Ich habe euch versprochen, nicht aufzugeben. Immer wieder hineinzugehen. Immer wieder aufzustehen. Aber ich weiß langsam nicht mehr wie. Ich habe wirklich gezweifelt. Und erst hier, bei Dr. Simmersch, habt ihr zum ersten Mal seit langem wieder gesehen, dass da Menschen hinter mir stehen. Dass da Menschen sind, die mit mir in den Kampf ziehen. In den Kampf gegen Elter Schmelter. Und ich habe gesehen, dass ich durchaus noch in der Lage bin, Matches zu gewinnen. Ich habe sogar gesehen, dass ich in der Lage bin, Violet Saint zu gewinnen. Das heißt, ich bin in der Lage, mir mein Championship zurückzuholen. Und das werde ich tun. Das Einzige, was ich dafür brauche, ist eine verdammte Chance. Nur eine einzige, verdammte